Moin Moin Freunde und herzlich willkommen. Wir spielen heute wieder Fass mich an da. Und heute mit dabei wieder die Tanja, Clemens und der Boomi. Ja, wir befinden uns heute in der Schule. Schauen wir mal, wie es läuft. So, Elizabeth Johnson, wie Tanja schon sagte. Der Geist scheint nur auf Personen, die allein sind, zu antworten. Gut. Ja, klingt doch schon mal gut. Wir müssen, finden Sie die Beweise für unnatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader. Reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Ne, und dann natürlich entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Schauen wir mal, wie lustig es heute wird. So, okay. Also ich würde ein... Was habt ihr jetzt alles so eingesteckt? Also ich habe jetzt einen... Ich weiß nicht, was das Rechte ist. Ich glaube mal so ein Bewegungssensor, Lichtschrankensensor, whatever, mitgenommen. Ich habe ein Temperaturmessgerät und eine Taschenlampe. Okay, gut. Dann nehme ich das mit Fingerabdrücke. Und eine Taschenlampe natürlich. Und den Ausschlaggeber, würde ich jetzt sagen. Für was ist da unten eigentlich dieses Thunfisch? Das was? Das Thunfisch. Wenn du mal Hunger kriegst. Das ist Salz. Ah ja. Könnte auch Thunfisch sein, also. Ja, könnte auch. So ist es. Über so einer Dose. Gut. Auf geht's. Denkt an die Kofferkamera hier vorne. Ich hab Schlüssel. Nehmt euch alle eine Kopfkamera noch mit, genau, sehr gut. Hab ich schon. Ich hab was vergessen. Ne? Nicht, dass du noch verschütt gehst. Wie heißt der Geist bei den Stufen? Wie heißt der? Mit dem Angst. Elizabeth Johnson. Ja. Okay. Kannst du mir an die Hand nehmen? Warte mal, jo, geht los. Wollen wir in Teams gehen? Wäre da der größte Geschick, dann geht, da ihr beide schon vorne seid, dann geht ihr beiden links und wir beide gehen rechts. Jo, mach auf die Tür. Ich sehe hier gar nichts. Ich auch nicht. Sitzt da wie Kuharsch, Alter. Lass mal durchgehen hier. Wo sind denn hier die Basketbälle? Hat die gerade gestöhnt? Wieso hast du denn eigentlich so viel Licht? Ich höre dich doch nicht. Ich muss ein bisschen näher kommen. Was denn? Wie hast denn du so viel Licht? Sag mal. Was hab ich? Ich bei dir gucke. Bei dir sieht das so hell aus. Ach so, du hast die Standard-Taschenlampe. Du musst die große mitnehmen. Ja. Ach so. Ja, da gibt es zwei verschiedene. Hätten wir dir eigentlich sagen können, ne? Wäre mal cool gewesen. Das wusste ich halt nicht. Elisabeth, egal wo du bist. Red Floor. Ja, aufpassen, nicht, dass du ausrutscht, ne? Mal auf die Tür hier. Hallo? Ich hab schon wieder vergessen, was wir machen sollen. Ja, erstmal Anzeichen finden. Das hier ein Geist ist. Ja, achso, du läufst doch ganz nur mit Taschenlampe rum, ne? Hast du nicht was anderes mit? Ich weiß nicht, was ich mit hab. Ja, genau, das nimmst du. Und wenn jetzt drück mal T, dann kannst du noch die Taschenlampe zeitgleich nutzen. Ja, da sehe ich mich jetzt. Ja, genau, so. Und wenn du Minustemperaturen hast, Bescheid sagen. Das ist ja mal ein Klassenzimmer, ne? Schwankt ein bisschen. Ja, wie damals. Ja. Damals, 1983. Ja. Hinter der Mauer. Na, ja, da geht's raus. Ja. Können wir wieder rein. Ja, okay. Wie sieht's aus bei euch? Alles ruhig.
Ja, es ist erst wichtig, wenn wenn ein Minus bist. Was auch immer du sagen wolltest. Ja, ich wollte das eigentlich sagen, aber ich hab's dann übers Walkie-Walkie gemacht. Entschuldigt. Ja. Ich verdrück mich auch manchmal zwischen V und B. Ich hab's mir auf der Maus mittlerweile gelegt. Elisabeth, gib uns ein Zeichen. Elisabeth, Johansson, wo sind wir denn? Elisabeth! Kommen Sie mal ran. Zeigen Sie mal ein bisschen Haut. Aber echt? Herr Clemens, darf ich Ihnen die Tür öffnen? Oha. Aber du bist doch auf der Mädchentoilette, du bist doch verkehrt. Leute, geht mal die Stufen nach oben. Oben wird die Temperatur definitiv kälter. Ja. Sind auf dem Weg dahin. Wir müssen kurz die Mädchentoilette abchecken. Oh, falsche Taste. Wir müssen mal kurz die Mädchentoilette abchecken. Have fun, whatever you do. Ja, Clemens hat gesagt, das ist wichtig. Klassenzimmer, ne? Ja, hier unten ist irgendwie. Also. Hauptsache erstmal so ein Graffiti hier vorne drin. GHS. Oder? Yeah! Man kann das mal nicht lesen. Das heißt blöde Lehrerin. Ah. So, wo geht's denn hier nach oben? Ja, ich glaube hier lang. Wir waren hier bisher einmal. Ich noch mal rein. Oder? Ja, ja, lass mal gucken. Ja, genau so abgeraten. Oh. Okay, weg hier. Hast du die Tür zugemacht? Nein. Weg von mir. Jungs, sie ist auf jeden Fall oben. Ja, sie war bei uns gerade hier irgendwo. Ich hole ein Buch. Und so ein Vorlampe. Elisabeth! Elisabeth! Darf ich dich zum Ball einladen? Du hast die Rose und ich trage das Kleid. Johansson, gib uns ein Zeichen. Johansson. Switch. Meine, wie ist die Johnson heißt sie, oder? Ja, irgendwie so. Elisabeth Johnson. Gib uns ein Zeichen. Switch. Wir können euch sehen. Jo, wir gehen mal zum Van. Johansson. Auf dem Ding stand Geister-Event. Was ist das denn? Wahrscheinlich lass ein Kollegen hier Teil eines Geister-Events sein. Tja. Aber weißt du nicht, was das ist, oder? Das ist bestimmt Treppengeist. Der ist bestimmt hier runtergefallen, weißt du? Das ist die Bescheuerte von hier. Wie heißt die, Alter? Von Grudge. Ja. Oh oh. Treppenhaus runtergefallen. Komm weg hier.
Johansson. Trappel mal nicht so, ist eine ruhige Baustelle. Can you hear me? Get to the chopper! Get down! You in the army now. Wow, you in the army. Du Clemens, ist alles gut, solange die Tür nicht aufgeht. Das stimmt. Ja, Hammer. Gut. Na gut, es gibt auch einen Geist. Es gibt auch einen Geist, der kann hier durch die Wände durchgehen, ne? Aua. Wir sind auch so bei bloß schicken 14 Grad, also hier ist noch alles. Alles tutti, ja mal richtig muckelig. Elisabeth! Elisabeth! Hier ist nix. Das erinnert mich an da, wo ich zustelle, das heißt Elisabeth Krankenhaus. Okay, bin mal weg. Oder die Tür zu. Und ob wir überlebt haben, sehen Sie in der nächsten Folge. Die scheiß Tür ist offen. Elisabeth! Ich hab das mal übernommen. Ist so geil, echt. Eigentlich soll das Spiel ja Angst machen, ne? Alles gut, wir haben es überlebt. Sie scheint aber auf jeden Fall oben zu sein und bei uns in der Ecke. Elisabeth! Okay, dann ist aber hier, als wäre sie bei uns unten. Ich habe so ein Buch mit. Ja, das muss auch. Das mal im Stiegenhaus. Das muss auf jeden Fall hier in der Ecke sein, irgendwo. Vielleicht ist auch ein Treppengeist bei euch. Ach, guck mal, ihr seid auch hier. Also hier war es gerade, ihr seid jetzt gerade dran vorbeigelaufen hier. Sie war aber auch unten. Ich habe jetzt mal ein Buch auf der Treppe platziert. Schauen ja. Wir mal. Jemand so einen EMF-Trigger mit, weil dann kann man den ablegen. Zeig dich uns! Ey, Pierre, du kannst den Elisabeth ablegen, Johansson. Elisabeth Jones. Oh, sie ist sauer. Ja, das klappt wieder wunderbar. Scheiße. Zeige dich! Sie ist in mir. Einer ist gestorben. Ich hab sie gesehen. Ich hab sie gesehen. Sie ist in mir. Ich hab sie auch gesehen. Ich hab sie gesehen, die ist über den Boden gekrabbelt. Ja, hab ich auch gesehen. Oh, Tanja hat sie erwischt. Boah. Aber wie? Ja. Wie ist sie überhaupt dazwischen gekommen? Also, Tanja? Ich glaube, der Geist hat die da dazwischen gehauen. Geht's dir doch gut? Tanja, alles okay? Also ich glaube, Hab ich den jetzt hier besten geredet. Das sieht nicht so gesund aus. Tanja, hör mal. Alles wird gut. Hat jemand eine Sanitätsausbildung? Oh, mach bloß die Tür zu, bitte. Elisabeth! Die ist aber auch getriggert, ey. Die ist richtig sauer. Das ist, glaube ich, ein Revenant. Was geht mit Tanjas Taschenlampe da hinten eigentlich? Disco Pogo Dingerlinger. Ist gerade eskaliert da hinten.
Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo durch eine Tür ein Geist daher. Ding, 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 ding. Come to me! Sie kann auf jeden Fall, glaube ich, keine Türen öffnen, so wie das aussieht. Ich meine, gut, wenn die so über den Boden krabbelt, ne? Ja. Da stößt man sich schon. Elisabeth, du bist so blöd, die Tür aufzumachen. Oh, Tanja hat mich mit dem Buch geschmissen. Beschmissen. Zu Recht. Ja, dann würde ich sagen, die hält sich ja hier in dem Bereich auf. Sollen wir mal ein paar Sensoren und sowas holen? Hattest du ja Minustemperaturen? Hier war 9 Grad. Auf der Treppe war noch 9, okay. Oh oh. Ja, 9 stimmt, ja. Elisabeth! Die Tür zu, die kann doch nicht durch Türen. Ich dachte, die hat den da zugemacht. Glaube ich. Tür schließen kenne ich mich aus. Ach, der Bart hier schon wieder. Junge, 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 die hat hier mal richtig Bock. Wo ist denn hier der Ausgang? Nee, ich glaube hier nach links, glaube ich. Schon mal hier einen Ausweg schon mal suchen, wenn sie gleich kommt. Türen aufmachen hier. Elisabeth! Das mag sie wohl nicht. Sie ist wohl ein bisschen leicht getriggert. Ich gucke jetzt einfach gar nicht hin. Bin ich natürlich auch alleine im Raum. Oh nee. Elisabeth! Zeige dich! Da hat die wohl. Ja, da hat sie Respekt bekommen, ne? Ah, ja. So, können wir jetzt weiter? Hier war gerade 8,9 Grad. Ja, wir brauchen ein bisschen Equipment. Verstecken. Aber hier ist nichts. Der Lichtsensor ging an. Heiß. Hinter dir der Lichtsensor. Heißt, dass sie da vorbeiläuft. Jawohl. Nicht so laut. Okay. Rede ich laut? Nee. Elisabeth! So viel dazu. Psst. Wenn früh am Morgen die Werksirene dreht. Oder so ähnlich.
Elisabeth! Die ist so geil. Also die Frau, die stresst uns gleich noch. Ich sehe das schon kommen. Ich hol mal Fingerabdruck den Sturm. Das ist ja ganz schön anhänglich. Hast du einen Fingerabdruck gefunden? Also einer von euch? Fingerabdruck? Ich nicht. Okay. Ich nehme solche Pillen. Ich nehme mal das. Ne, das Geistergerät will ich nicht mehr nehmen. Das ist. Da werde ich mal getötet. Nimmt man die Pillen? Ich nehme mal das Kruzifix. Wie nimmt man die Pillen? Also wie soll man die Pillen nehmen? Die Pillen, die sind hier vorne links. Ja, aber wie nimmt man die? Ach so, jo. Sollte man nehmen, ne? Ja. Was soll das? Erstmal die Drogen reinknallen hier. Ich nehme mal ein paar Bewegungssensoren mit. Nehmt mal Audiogeräte und so weiter mit. Wie denn? Hä? Der hätte mich besten bringt, so ein komischer Portugiese. Also er hält sich auf jeden Fall im rechten Bereich auf, so wie es aussieht. Bitte was? Was soll ich mitnehmen? Nimm mal mit, hier, guck mal hier. Mach mal zwei Plätze frei. Dann kannst du hier so ein Stativ mitnehmen und eine Videokamera, die können wir mal in dem großen Gang mal aufstellen. Ich habe so einen Bewegungssensor und diesen Radio da. Jo, super, perfekt. Und hier unten, guck mal hier, das ist die große Taschenlampe, die kannst du einmal austauschen. Hier? Ja, genau. Okay. Jo, wollen wir rein? Elisabeth! Elisabeth Johnson. Lösch die mit dem Weg, ich hab keine Taschenlampe. Jo, bleib hinter uns. Da. Ich will deine Melder an, oder? Du wirst es mal wieder sehen. Dark Queen Duck! 2-1 Risiko! Elisabeth! Wir haben jetzt die Bewegungsmelder haben wir jetzt gemacht hier. Kannst dich nirgendwo mehr verstecken. Elisabeth! Soll ich den anbringen? Soll ich den anbringen? Eigentlich. Und was hast du jetzt noch? Oh, Elisabeth! Ich hab jetzt auch Bewegungsmelder. Bewegungsmelder, okay. Ja. Komm, wir platzieren mal oben ein. Elisabeth Schnabelstedt, wie geht's hier? Mach mal hier irgendwo einen. Ja, da musst du dann auf die Wand gucken und dann F drücken. Genau. Das können wir dann nämlich gleich vom LKW dann sehen, wenn sich hier was lang bewegt. Was haben wir jetzt alles noch mit? Ja, den kannst du auch mal irgendwo platzieren. Zeige dich! Zeige dich uns! Wo bist du, Elisabeth? Elisabeth! Elisabeth! Geht es dir gut? Ich fluche dich heute. Oh, Telefon! Ich geh ran! Willkommen bei Hans Meiser! Ja, bitte! Ja, ihr Preis ist heiß! Oh, falsches Telefon! Diesen Gang weiter! Willkommen! Oh, danke fürs Licht da machen. Sehr nett von dir. Hallo? Elisabeth! Aber wir fangen ja die ganze Zeit mit Heften ab.
müssen die Sachen noch ein bisschen mitnehmen. Am besten. Okay, sie hat auf jeden Fall für Fingerabdrücke noch mitgehabt, anscheinend. Kann sein, dass ich in 4 Minuten rausstehe, weil ich hab... Hier, ich hab einen Fingerabdruck. Was musst du? Mach da mal ein Foto von, hier hinter der Tür. Hier ist ein Fingerabdruck. Komm mal rein. Habt ihr ein Fotoapparat mit? Ja, nice. Jo, top. Kann sein, dass ich in 4 Minuten rausstehe, weil ich hab... Ja, kein Problem. Erster Beweis ist ein Fingerabdruck. Könnt ihr euch schon mal eintragen? Haben wir sonst noch irgendwelche Beweise bis jetzt? Bis jetzt noch nicht. Elisabeth, bist du da? Habt ihr schon... Ich würde gerne ein sehr nettes Gespräch mit dir führen. Habt ihr schon das Buch platziert? Ja, aber da unten hat aber nichts reingeschrieben. Okay. Schreib ins Buch! Schreibe ins Buch. Elisabeth, schreibe in mein Freundschaftsbuch. Meine alte Klassenkameradin. Aber ich... Elisabeth, jetzt sei doch nicht so bockig. Schreibe bitte ins Buch. In nomine Patri de Filii de Spiritus Sancti. Außer ähnlich. Ja, sollen wir mal Equipment holen? Der Preis ist heiß heute. Alles muss raus. Was immer dabei, meine Damen und Herren, was immer dabei. Die ist so still geworden. Ist du da? Elisabeth. Zeige dich. Come to me. Come, come to me. Freiwillig gegangen. Ja, ich glaube, jetzt ist es ein bisschen bockig, weißt du? Ja, ich glaube auch. Na gut. Also Buch scheint nicht zu funktionieren, zumindest noch nicht. Ich nehme jetzt noch mal hier so ein Audio-Ding mit. Ich glaube, das war das hier gewesen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich nehme schon eine fette Trommel. Jo. Was macht die fette Trommel eigentlich? Wir könnten noch ein bisschen Salz verstreuen, Kruzifix verstreuen. Ist das so Lärmverursacher? Tut damit? Man in der Pfanne eigentlich was braten und was macht man damit? Räucherstäbchen brauchen wir auch noch zum Reinigen. Sieht aus wie so eine Schüssel. Ist eine Pfanne. Wir sollen auch Beweise für unnatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader finden. Also einer sollte einen mitnehmen. Hat das schon wieder Pillen gefressen? Lol, ich hab 100% oder was? What the fuck? Ja. Ja, siehste? Gemütszustand ist sehr gut. Ja, wenn wir nicht mehr. Ich sag ja, mir geht's gut, ne? Also ich habe jetzt noch 2 Plätze frei. 43, 39, 2. Was soll ich noch mitnehmen? EMF-Reader, das ist das Weiße hier. Das hier oben. Kannst auch noch ein paar Knicklichter verteilen, wenn du möchtest. Noch mal ein bisschen Licht. Ich fliege in einer Minute raus, ne? Nein, wieso? Ich bin ja Kindererziehung, frag meinen Vater. Naja, was willst du machen? Ja. Ich kann morgen wieder spielen. Warum spielt das Spiel ab 14 durch? Elisabeth! Bist du da? Elisabeth. Bist du zu Hause? Boah, guck mal, hier war richtig einer kreativ hier. Smokey. Smokey. Bist du zu Hause? Elisabeth. Bist du hier? Wo bist du? Wie war das jetzt beim Geist überhaupt? Musste man alleine sein? Wer sucht denn hier
ganze Zeit Hefte eigentlich? Ist das Tanja? Das ist Tanja, ja. Achso, okay. Ich sehe die ganze Zeit immer nur Bücher. Als wir das damals nicht wussten, ne, wo wir so ein Ründchen gespielt haben. Wir haben die ganze Zeit gedacht, da wäre ein Geist, der uns die ganze Zeit bewirft. Achso. Ja, voll auf die falsche Fährte geführt. Wenn das nicht weh ist. Elisabeth. Elisabeth Johnson. Da bin ich jetzt richtig. Johnson heißt sie, genau. Elisabeth Johnson. Gib uns ein Zeichen. Sprech mit uns. Ich sag ja, wir haben die verkrault, eindeutig. Ja, die ist da oben irgendwo lang gekrabbelt, weißt du? Macht ja einen auf Spider-Geist. Die hat keinen Bock mehr. Spider-Geist, Spider-Geist. Da, 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 Spider-Geist. Nee, die können sich ja mal klicken lassen, weil die kommen ja hier nicht voran. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Zeig dich uns! Oh, ich habe eine Nachricht. Zeig dich uns! Okay. Sie reagiert auf jeden Fall auf eine Geisterbox. Das heißt, ist der nächste Beweis. Geisterbox ist der nächste Beweis. Sie hat geantwortet. Sind wir jetzt beide eigentlich noch alleine, oder? Bitte? Wir sind ja jetzt eh beide alleine, oder? Ist er schon raus? Ich glaube, oder? Ich glaube. Okay. Ich schon. Ja, gut. Tanja, brauche mich mit Heften zu bewerben. Hey, ja, Tanja. Ich treibe dich aus, Tanja. Gib uns ein Zeichen. Ja, komm mal zurück. Der da hinten hat ja geantwortet. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Elisabeth Johnson. Wo bist du? Hör auf, dich zu verstecken. Was ist dieser EMS-Reader hier eigentlich? Bitte was? Dieser EMS-Reader hier. Damit sollen wir jetzt noch was nachweisen. Der muss nur einmal anschlagen im Prinzip, dann haben wir es. Ah. Ah, okay. Und ein Hinweis fehlt uns noch. Okay. Wo bist du? Zeige dich! Zeige dich uns! Zeige dich uns! Elisabeth! Zeig dich! Und sein Zeichen! Elisabeth Johnson! Zeige dich! Ja. Die ist irgendwie bockig. Und den Geist endgültig ausgetrieben. Ich habe nichts weiter mehr mit. Ich habe bloß noch den EMS wieder hier, der da mal ausschlagen soll und halt die Taschen. Sollen wir nochmal zurückgehen und dann mal gucken? Bewegungsdings habe ich, glaube ich, noch. Achso, ja, schmeiß den mal hier hinten irgendwo hin. Die hat sich irgendwie die ganze Zeit immer hier aufgehalten. Tanja, zeige uns mit deinem Buch den Weg. Zieh den mal dahin. Oder was auch immer das ist, wahrscheinlich ist es was anderes. Das ist okay. Ich hab's wahrscheinlich vertan. Hör mal, du musst auch ein bisschen mitspielen, ne, Clemens? Wie? Hä? Ja, du musst das mal ernst nehmen hier. Ja, mach ich doch. Pass auf, ich zeig dir wie. Elisabeth. Wo bist du? Zeige uns den Weg. Ist ja die Frau. Keine Ahnung. Irgendwie ist die bockig. Vielleicht ist sie unten. So. Aber die schlägt auch nichts aus, ne? Nö, da kommt nichts. Hier wird das Smoky. Sag ja, wie. Das ist wohl der Schulhof Rowdy. Ich dachte, sie so leck mich, Leute, ich gehe nach Hause. Auf Clemens aufpassen hier.
ist feucht. Ach ja, danke. Ja. Nicht, dass er ausrutscht. Ja. Ja, ja. Hey. Telefon. Telefon. Das ist immer ein gutes Zeichen, also müssen wir in die Richtung. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Mein Telefon klingelt, leider fliegt er mir nicht. Zeige dich. Zeig dich. Halt mal auf das Telefon. War das das hier? Ne, ein weiter. Danke, Elisabeth, willkommen. Aber kann es denn auch sein, dass der Geist vielleicht nicht sich nicht so gerne zeigt, wenn man jetzt halt noch jetzt in Gruppen ist, also wenn wir jetzt zu zweit sind? Das weiß ich nicht. Da müssen wir gleich mal gucken. Aber Tanja zeigt uns gerade den Weg mit Heften. Ah, okay. Halt mal hier dran, das Ding. Passiert damit? Ja. Nee. Taschenlampe flackert. Sie ist links von uns. Zeige dich! Kannst du sprechen? Ich hab Angst. Clemens! Was denn? Ich bin nach Hause! Ach, sehe ich nicht. Ich bin nach Hause, ich bin unter dir. Ich mach da gar nichts. Ist ja das Schlimme. Elisabeth Johnson, kannst du sprechen? Ich weiß, du bist auf dem Gang. Lass uns durch die Tür reden. Was ist hier mit dir? Wann steht denn dieser EMS-Reader eigentlich aus? Bei was für einem? Also Spirit, Gespenst und Poltergeist ist noch die Option. Für Poltergeist halte ich den hier nicht. Oh oh. Oh. Okay, ich nehme es zurück. Elisabeth Johnson. Du kommst hier nicht rein. Elisabeth Johnson. Zeige dich. Ich beschwöre dich, Elisabeth Johnson. Elisabeth Johnson. Elisabeth. Versteck dich, versteck dich, versteck dich, versteck dich. Da dreh ich dich auch auf, wenn man das sagt. Versteck dich. Versteck dich. Elisabeth. Ah, ich glaube, die kann gar nicht die Tür aufmachen. Oder? Elisabeth Johnson. Elisabeth Johnson. Ich glaube, die kriegt die Tür nicht auf. Eigentlich sagt man doch mal, da kriegst du die Tür nicht zu. Aber ich denke. Ah, die Hefte zeigen den Weg. Ja, sehr gut. Zeig uns den Weg, Tanja. Okay, nach unten. Hat sie was reingeschrieben? Nee. Ja, wäre gut, dann hätten wir einen dritten Hinweis. Schreibe ins Buch! Ich nehme mal mit, pack da unten hin. Okay. Zeige uns den Weg, Tanja. Zeige ihn uns. Oh oh. Trotzdem immer oder wie? Ja, lass mal an, dann werde ich nicht erwischt. Dass das halt grün blinkt oder was? Ja, ja, lass mal. Ich weiß ja nicht, ob man das trotzdem anlassen muss. Ach, verdammt.
Moment, Junge! Geht's dir nicht gut? Wiggle, 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 wiggle. Bup, 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 bup. Ja, warum wir wiggeln? Schreibe ins Buch. Schreibe ins Buch. Ich sehe nichts dann, ja? So, jetzt. Zeige mir den Weg. Okay. Wohin? Ich sehe nichts. Klingt mir zu geil. Echt. Du musst das jetzt hier an aus und Ah, verdammt. Knack. Aber Clemens. Junge, was ist da passiert? Ich hol dich da raus. Schreib ins Buch. Schreibe ins Buch. Gib uns ein Zeichen. Vor allem uns. Ich bin der Einzige, der hier noch am Leben ist. Elisabeth! Wo bist du? Komm, lass uns ein bisschen Fang spielen. Ich bin der Fänger. Du die Gefangte. Was für Deutsch? Oh, weh, die Luke auf. Also, irgendwann ist da ein Raum. Hundertprozentig. Ah, je, je, je. So, was haben wir denn da? Lass uns mal an Beweise mal kurz gucken. EMF Ebene 5 hatten wir nicht. Geisterbox. Da passiert... Hatten wir. Fingerabdrücke hatten wir. Geisterorb. Könnte ein Geisterorb vielleicht noch sein. Müssten wir mal eine Kamera aufstellen. Hey, Sanity auf 2 runter. Yay! So, dann gucken wir mal. Obwohl, warte mal, wir können das doch anders machen. So. Mal 2 Kameras mitnehmen. Tanja Clemens, ich gehe rein, drück mir die Daumen. Da schlottern mir aber die Knie, du. Die Kamera nicht angehen.
Na, das hat ja geklappt. Der fällt dir doch echt von der Spüle, Jerone. Ja, ich kann das Buch sehen. Zeige mir den Weg. Ich beschwöre dich, Tanja. Schreibe ins Buch. Ich hab was gehört. Gar nicht. Ich kann die Kamera nicht aktivieren. Das ist ja mega, mega blöd. Naja. Wenn früh am Morgen die Bergsirene dreht und mein Wecker schon wieder aus dem Fenster fliegt, da wird. So, ich werde raten jetzt, damit ihr nicht allzu lange warten müsst. Deshalb sage ich guten Morgen, guten Abend und gute Nacht. Der Mond ist am Schein. Au! So, ich würde raten. Also ich würde sagen, Geisterorb vielleicht noch dazu nehmen. Dann haben wir einen Poltergeist. Geisterbuch wäre ein Spirit. Ein Geisterbuch hat sie nicht reingeschrieben. Aber ich würde trotzdem Spirit sagen dann. Oh, Salz. Das hat was mit dem Salz zu tun, okay. Also doch Geisterorb. Ein Poltergeist. Könnte es sein. Schauen wir mal. Einmal kurz reingeguckt. Ein Oni. Jurai, Revenant, Shade, Mare, Poltergeist. Geisterbox, Fingerabdrücke und Geisterorb. Ein Poltergeist ist in einem leeren Raum fast ineffektiv. Du kannst ganz viele Objekte auf einmal werfen. So. Okay. Dann Phantom, Gespenst, Spirit. Der Spirit. Stärken keine, Schwächen kann vorübergehend gestoppt werden, indem man den Geisterraum ausräuchert. Beweise Geisterbox, Fingerabdrücke und Geisterbuch. Ja. Spirit. Ah, Stärken. Senkt ihren Verstand stark, wenn sie das Phantom anschauen. Schwächen. Fotografieren sie das Phantom, verschwindet es temporär. EMF Level 5, Geisterorb, Gefriertemperatur. Schwächen, wenn sie fürchten, dass Kruzifix und sie weniger aggressiv in seinem Umkreis. Also ihr wollt, dass ich das Salz nochmal nehme, richtig? Dann lasst mal ein Buch schmeißen. Okay, sehe kein Buch. Also wollte er nicht.
So, okay, dann lass mal kurz gucken. Also, wir haben jetzt die Möglichkeit Spirit, Gespenst oder Poltergeist. Steht hier nichts mit dem Salz drin? Räuchern, Geisterbuch. Ouija Bett, Bord. Ouija. Schlüssel gesamt, Oni. Dämon, Jurai, Revenant, Shade. Djinn, Mare, Poltergeist. Ein Poltergeist kann viele Objekte auf einmal werfen. Also würde ich jetzt ausschließen. Und einem leeren Raum fast ineffektiv. Phantom. Gespenst. Ein Gespenst ist einer der gefährlichsten Geister, die sie finden werden. Er ist auch bekannt dafür, fliegen und durch Wände gehen zu können. Also durch Wände kann er nicht gehen, anscheinend. Ein Gespenst berührt nie den Boden, wo ich durch eine Fußabdrücke gefunden werden kann. Das ist wahrscheinlich das mit dem Salz. Aber das kann es nicht sein. Ein Gespenst ist es nicht. Er ist ja über den Boden gelaufen. Man konnte es ja sehen. Was für Fotos haben wir denn? Okay, Tanja tot in der Ecke. Huch! Da läuft jemand weg. Und da kann ich nicht viel erkennen. Das sind die Fingerabdrücke. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Ich sag Spirit. Aus, Ende. So, dann schauen wir uns mal das Ergebnis an. Auf geht's. Und Trommelwirbel. Bam, 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 bam. Spiel lädt. Und was ist es? Mit Sicherheit kein Spirit. So wie ich mich kenne, dafür bin ich noch nicht zu erfahren genug. Ja, alleine schon, weil ich gesagt habe, das ist 100% kein Poltergeist. Poltergeist war es gewesen. Na gut, Jungs, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei der Folge und bis dahin. Ich habe es auch geahnt. Ich habe mich nur durch die Wand